Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sneakerkult. Wir schauen uns heute den Sonra Proto Laylac an. Ja, der letzte Release vom Sonra Proto Gregory liegt jetzt auch schon einige Wochen zurück. Ende 2017 auf der Soul in Dubai gab es den Pre-Release und dann Anfang Januar kam er auch online auf sonra.de. Ein Video habe ich ja gemacht, schaut da gerne nochmal rein. Jetzt der zweite Sonra Proto Release für 2018 ist der Laylac. Super cooles Teil, ich habe die Bilder gesehen, wollte den definitiv haben. Absoluter Pflichtkauf für mich, weil die Farbe gefällt mir einfach richtig gut. Wenn es so um Purple, zarte Lila-Töne oder Fliederfarben geht, bin ich immer sofort mit dabei. Und hier ganz witzig, erstmalig ist hier unter dem Siegel auch ein kleines Tag, wer den Schuh inspiziert hat und eingepackt hat, in diesem Fall von Katja. Das hat man ja in der Story von Hikmet gesehen, mit wie viel Liebe die Schuhe dann einzeln nochmal inspiziert und verpackt wurden. Und wer meine Videos kennt, der weiß, wie ich auf dieses Feeling stehe, so ein Sonra auszupacken. Denn da werden wieder alle Sinne angesprochen. Erstmal, man nimmt ihn raus und fühlt, was für ein tolles Leder das ist. Man sieht, wie schön er aussieht. Und der dritte Aspekt, der mir immer sehr wichtig war, war der Duft von dem Sonra. Also das Leder riecht so gut. Und da muss ich ehrlich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Denn hier mit dem neuen Leder, was wir haben, das riecht nicht mehr so wie die alten Modelle. Jeder, der mehrere Sonra-Modelle hat, weiß sicherlich ganz genau, wovon ich spreche. Man kann einem eigentlich die Augen verbinden und muss den Karton nur eine Sekunde auf und zu machen. Und man weiß direkt blind, das muss ein Sonra sein. Ein ganz typischer Ledergeruch hat der jetzt nicht mehr. Riecht natürlich immer noch sehr hochwertig nach Leder, ein bisschen neutraler. Erinnert mich ein bisschen an Kangaroos vom Geruch her. Gibt ein paar kleine Änderungen bei dem Modell diesmal auch. Es ist zum Beispiel nicht mehr so ein extrem langhaariges Suede, wie wir das von den letzten Modellen kennen, auch von Gregory. Aber es ist natürlich auch, wie gewohnt, extrem hochwertig, super softes Velour-Leder. Ich muss ehrlich sagen, das langhaarige mag ich ein bisschen lieber, aber ich finde, zu dem Colorway passt das kurze auch sehr gut. Und ich finde, er ist auch wieder perfekt verarbeitet, wie man das kennt. Und es ist immer ein richtiger Genuss, wieder so einen neuen Sonra in den Händen zu halten. War natürlich auch wieder ein Release, der nicht einfach zu bekommen war. 150 Paare gibt es von dem Modell nur. Dann kommt noch dazu, dass einige Modelle ja auch online schon verkauft wurden bei den üblichen Verdächtigen. Patta, 24 Kilates, Hennen, Soton Berlin und Sneakers Gallery. Das heißt, von den 150 Paaren waren vielleicht die Hälfte schon in-store verkauft, vielleicht sogar ein bisschen mehr, man weiß es nicht. Und der Rest ging dann online auf sonra.de. Und da ist natürlich klar, dass es schwer wird und dass man sich mit den anderen um die Größe schlägt. Ich habe jetzt eine 42, ich weiß nicht, wie viel online waren, vielleicht 5, 6, 7 oder 8, keine Ahnung. Deswegen bin ich auch froh, einen bekommen zu haben. Und bevor es wieder irgendeiner schreibt, ey, du brauchst gar nicht zu sagen, bist froh, dass du einen bekommen hast, du bekommst eh alle irgendwie vorab. Nein, in dem Fall habe ich tatsächlich, wie jeder andere auch, das Ding online mir aus dem Shop gezogen. Man muss einfach schnell sein, Autofill bei PayPal vorher einloggen, man muss die Klickwege kennen, man muss die Homepage kennen. Dann hat man natürlich viel bessere Chancen. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch mal interessant zu sehen, wann seid ihr ausgecheckt. Also alle, die einen bekommen haben, könnt ihr mal gucken, um wie viel Uhr die genau mit PayPal ausgecheckt haben. Also nicht die Bestätigungsmail, sondern die PayPal-Zahlungsmail, damit ihr mal so ein Feeling bekommt, wie schnell man sein muss beim Auschecken für diejenigen, die vielleicht keinen bekommen haben. Also ich habe ausgecheckt am 22. April um 18 Uhr und 38 Sekunden. Da habe ich meine 42 ausgecheckt. Schreibt mir in die Kommentare, wann ihr ausgecheckt habt und schreibt eure Größe dazu. Das würde mich einfach mal interessieren. So, abweichend von dem neuen Leder, was wir haben, was wir so noch nicht gesehen haben, gibt es noch weitere kleine Änderungen. Zum einen natürlich ganz auffällig die Gumsole. Die haben wir erstmalig beim Sonra Proto Bay 2.0 gesehen. An den sind wir leider nicht rangekommen. Gab es ja auch nur exklusiv auf der Soul in Dubai. Passt auf jeden Fall sehr gut zu diesem Colorway. Richtig cool, auch hier wieder mit den HS und Sonra Logos auf der Sohle. So ein schöner Schuh und das Leder ist wirklich ein Traum. Auch hier das Glattleder, es fühlt sich so gut an, auch innen wieder, ja. Das Lederlining, guckt euch das an, das kennt ihr von meinen anderen Videos. Bis nach vorne hin ist es komplett mit Lederlining, von diesem super weichen Leder ausgekleidet. Absoluter Traum. Wenn man von innen fühlt, ist mir aufgefallen, dass sich so ein bisschen was geändert hat. Man fühlt innen beim Lining so eine kleine Stelle. Man sieht außen, und das habe ich vorher bei den anderen Modellen noch nicht gesehen, man sieht außen hier so eine kleine Welle im Leder, hier an dieser Linie. Das ist mir bei mehreren aufgefallen, immer an der Außenseite von dem Proto. Ist wie so eine ganz kleine Welle hier an dieser Seite. Da muss sich irgendwas von der Konstruktion so ein bisschen geändert haben. Ist überhaupt nicht schlimm, aber wenn man genau guckt, sieht man das. Am Fuß sieht man es wahrscheinlich nicht mehr. Ich mache gleich noch ein Feed. Und was mir aufgefallen ist, schon mal die Schuhspanner raus. Das sind übrigens die besten Zedernholzspanner. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Innen beim Lederlining ist mir aufgefallen, dass jetzt diese Stelle, diese empfindliche Naht hier
doppelt vernäht ist. Bei den älteren ist hier oben der Part nur einfach vernäht. Jetzt sieht man, dass hier zweimal drüber genäht wurde. Einfach wahrscheinlich zur Stabilisierung. Innen, das kennt ihr, die Zunge eingeprägt, handcrafted in Germany, dann durchnummeriert. Nur auf dem linken Schuh, der rechte ist nicht durchnummeriert, damit man passende Paare auch zusammenfügen kann. Ja, und auch die Innensohle mit dem gleichen Leder bezogen und unten richtig schön gepolstert. Die Innensohle kennen wir auch von Kangaroos. So, wer sich über die Laces gewundert hat, ich mache standardmäßig immer meine weißen Flat Laces rein. Das gefällt mir am besten. Ich entscheide mich hier immer für 90 cm bei meiner Größe 42. 90 cm, ich lasse das obere Loch frei. Man sieht das HS-Logo noch etwas besser. Das ist für mich die beste Wahl. Man kann auch auf 95 cm gehen oder auf 100 und nimmt dann das obere Loch mit. Dann sitzt ihr noch etwas besser am Fuß, aber ich finde es so am schönsten. Die Laces sind nicht dabei, die habe ich mir extra geholt. Dabei sind aber standardmäßig diese weißen mit so einem leichten Grau drin. Rope Laces. Dann haben wir hier diese zart lilafarbenen, passend zum Wildleder und zusätzlich noch ein drittes Paar. Diese fliederfarbenen auch sehr cool. Wieder eine sehr schöne Farbauswahl. Ja, und das war's auch schon vom Sonra Proto Laylac. Wie gesagt, schreibt unten mal in die Kommentare, wer einen bekommen hat, welche Größe ihr habt, wann ihr ausgecheckt habt und wie viel Uhr. Ich mache noch ein kleines On-Feed und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!